Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Gaza umstellt, die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Dort befinde sich der Brennpunkt der Terrororganisation Hamas, erklärte ein Militärsprecher. Die israelischen Bodentruppen seien an mehreren Stellen im Gazastreifen in Gefechte verwickelt. Man konzentriere sich darauf, die Hamas zu zerstören, hieß es weiter. In Israels Mitte und im Norden des Landes kam es in den vergangenen Stunden zu heftigem Raketenbeschuss durch die Terrororganisation Hamas. Die meisten Raketen wurden vom Iron Dome abgefangen. Einige schlugen in Wohngebieten ein.